Der folgende Beitrag wird präsentiert vom Stadtmarketing Schwetzingen. Wir befinden uns hier in der Fußgängerzone von Schwetzingen in der Mannheimer Straße anlässlich des ersten verkaufsoffenen Sonntags des Jahres. Und die Sonne scheint, das Wetter ist uns hold. Wir haben viele wunderbare Aktionen, die viele Schwetzinger und auch Bürger aus den umliegenden Städten nach Schwetzingen locken. Hinter mir sehen Sie einen wunderbaren Blumenstand mit Frühlingsgrüßen zum Frühlingsanfang. Weiter in der Straße Birgit und Michael mit der Malschule. Dann weiter hinter mir dann noch die Imkerei Ulrich. Also Sie sehen ganz viele bunte Stände in der Stadt und ebenso auch Aktionen in den Geschäften selbst, die darauf neugierig machen, neue Kollektionen zu entdecken und einfach Frühlingsgefühle und Energie tanken. Der verkaufsoffene Sonntag ist einer von dreien im Jahr, der vom Stadtmarketing Schwetzingen organisiert wird. Dann gibt es natürlich auch noch ganz viele weitere Veranstaltungen, die über das Jahr hinweg stattfinden, unter anderem der Spargel Samstag. Das ist unser nächstes Highlight und findet am 3. Mai statt, ebenfalls organisiert durch das Stadtmarketing und in Kooperation mit dem Turnverein Schwetzingen, der in diesem Jahr sein 150. Jubiläum feiert. Aus diesem Anlass heißt das Motto des Spargel Samstags: Schwetzingen bewegt sich.